Willkommen beim Erzählteam Burbach. Heute habe ich wieder eine klitzekleine Veränderung für unseren Duster. Nichts Wildes, aber ich fand es eigentlich ganz interessant und sinnvoll. Und zwar sind wir jetzt vorne links im Motorraum, wenn er davor steht. Und dann habt ihr hier die Öffnung für das Wischwasser. Ja? Wenn das jetzt hier aufmachen, kippt er da Wischwasser rein. Alles schön, alles gut. Ich habe aber auch noch einen Megane GT und da ist mir aufgefallen, das ist der von Megane. Der sieht auf den ersten Blick genauso aus, aber wenn man den aufmacht, ist hier unten so ein Gitter drin. Ja, das heißt, wenn ihr Waschwasser einfüllt, wenn da irgendwie Verunreinigungen oder sowas drin sind, dann bleiben die hier in dem Sieb hängen, fallen euch nett in den Kreislauf von dem Waschwasser und verstopfen euch unter Umständen die Düsen, weil das ist ja problematisch. Wenn ihr euch Dreck da reinholt und die Düse verstopft, dann funktioniert das Wischwasser nicht mehr ordentlich und das wollen wir ja nicht. Ja, und da habe ich mir überlegt, komm, guck's mal, ob das einfach passt. Hab hier das mal rausgemacht bei unserem lieben Duster. Hab das vom Megane mal genommen. Hey, das ist jetzt natürlich nachbestellt. Und hab versucht, ob das passt. Und es passt. Plug and Play. Ja. Wunderbar. Jetzt habt ihr auch beim Duster dieses Gitter drin und braucht keine Angst mehr haben, dadurch, dass da irgendwelche Verunreinigungen reinkommen. Jeder Teil kann man vielleicht noch als Ersatz nehmen oder so. Warum die das jetzt gemacht haben, man weiß es nicht. Wenn ihr hier guckt, da steht auch eine Renault-Teilenummer drauf, also war auch nichts von Dacia oder sonst irgendwie. Die Teilenummer von dem mit dem Gitter, die steht auch hier im Deckel. Die schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Und dann könnt ihr euch das auch bestellen, wenn ihr das wollt. So als kleiner Tipp, wenn ihr das normal über einen Teilehandel bestellt, ist das im Verhältnis dafür, dass das einfach nur so ein blödes Kunststoffding ist, relativ teuer. Ich meine, die OVP lag dabei über 10 Euro. Ich habe da bei eBay mal ein bisschen gesucht, weil man hat ja da auch keine Hetze. Und da habe ich einen Anbieter gefunden, ich meine, der wäre aus England. Die Lieferung kam aber, glaube ich, aus Polen, also ganz seltsam. Da habe ich aber nur 5 Euro so viel inklusive Versand bezahlt und dafür finde ich, ist das in Ordnung. Man kann auch die 13 Euro ausgeben, da stirbt man ja auch nicht von. Aber wenn ihr Zeit habt, könnt ihr da ja auch einfach mal beobachten. Ich mache das öfters so, wenn ich irgendwas suche, einfach mal in die Beobachtung schmeißen, dann kriegt man vielleicht mal billiger oder auch gebraucht oder wie immer, wie auch immer. Also, da der kleine Tipp. Wenn ihr das hier ordentlich mit so einem Sieb haben wollt, um vorzubeugen, da da Dreck reinkommt, dann tauscht ihr das einfach aus, passt Plug and Play und dann habt ihr auch ein vernünftiges Ding mit einem Sieb da drin. Ja, wieder einer von den kleinen Tricks. Ich probiere euch da halt regelmäßig welche zu zeigen. Wenn ihr das schon wusstet, auch gut und da auch wieder der Appell, wenn ihr auch irgend so eine Kleinigkeit habt, die ihr verändert, verbessert habt, schreibt mir einfach eine private Nachricht, dann kommt das vielleicht auch irgendwann mal auf den Kanal. Sonst abonniert den Kanal, redet über den Kanal positiv wie negativ und dann können wir wachsen. Und immer, wenn ich mehr Klicks oder so auf dem Kanal sehe oder auf einem Video sehe, dann sagt mir das natürlich gleichzeitig, dass ihr das gut findet und dass ihr das sehen wollt. Und dann probiere ich da auch immer weiter was für euch zu finden. Bis dahin, euer CT Burbach. Ciao, tschüss.